Schönen guten Tag. Ja, liebe Freunde, es ist Samstag, Wochenende. Die Sonne scheint. Was will man mehr? Meine Frau hat mich verlassen heute Morgen. Allerdings nur für einen Tag natürlich. Sprich, sie ist zu ihrer Schwester gefahren. Und ich habe sozusagen für einen Tag sturmfreie Bude. Das heißt, der Grill- und Rauchfreude ist Tür und Tor geöffnet. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen und möchte noch ein, zwei Dinge zu meinen letzten Videos, die ich eingestellt habe, hinzufügen. Beginnen möchte ich mit dem Trailer. Das sollte ja eigentlich ein Spaß sein. Also natürlich meine ich nicht, dass man damit Preise gewinnt, wie jemand vermutete, sondern das ist halt im Prinzip bei dem Programm, was ich benutze, das iMovie, ist es einfach vorgefügt oder beigefügt. Man kann halt vorgefertigte Clips nutzen, kann sie mit seinen eigenen Bildern und Videoclips filmen und der macht dann halt solche Sachen daraus. Und das, wie gesagt, also sollte einfach nur Spaß sein und ich denke mal, die meisten haben es dann auch so aufgefasst. Ja, zu den drei Videos, die ich dann nochmal eingestellt hatte, die ich halt aus meinen Urlaubsvideos zusammengestückelt hatte, da möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken bei euch für eure lieben Kommentare. Das ist also doch schon für mich als YouTube-Neuling immer wieder schön zu sehen, dass die Leute dann doch dementsprechend wirklich da mitfiebern und Mitleid haben oder auch vielleicht an einen denken und so. Das ist eine tolle Sache, das gefällt mir unheimlich gut. Dafür vielen Dank und natürlich auch für eure lieben Kommentare. Damit möchte ich eigentlich diese Urlaubsgeschichte auch abschließen. Und zwar, ich habe noch zwei Sachen, eine positive und eine negative Ausrüstungserfahrung. Ich fange einfach mal mit der negativen an. Die negative war von Yobi das Gorillapod-Stativ. Das ist ein Stativ, was im Prinzip eigentlich ganz pfiffig gemacht ist, dadurch, dass es aus solchen Kugelelementen besteht. Sprich, man kann also hingehen und seine Kamera damit an einem Ast befestigen, indem man so einen Ast wickelt und so weiter und so fort. Ich hatte das Stativ eigentlich mitgenommen, um Langzeitaufnahmen damit zu machen. Sprich, bewegtes Wasser und so weiter. Aber leider sind alle Aufnahmen innerhalb von einer halben Sekunde damit verwackelt. Also es ist doch so, dass das Ganze letztendlich irgendwo nicht die Stabilität hat, die vielleicht andere kleine Stative haben, die starre Beine haben. Und deswegen kann ich es nicht empfehlen. Ich werde es bei eBay entsorgen und dementsprechend sowas nicht nochmal mit auf Tour nehmen. Lag übrigens nicht am Gewicht der Kamera. Die Ricoh, die ich da einsetze, die haben mal so ein Gewicht von 400, 500 Gramm inklusive Objektivmodul. Das ist also nicht das Problem gewesen. Es war einfach so, dass das Ganze wohl doch windanfällig war und dementsprechend halt nicht erschütterungsfrei steht. Positive Erfahrung, da darf ich dazu sagen, das war diese Tasche gewesen. Ich habe früher mal auf Tour Fototaschen benutzt, die halt muss ich nachgucken, ich schau mal. Alles klar, bis gleich. So, nachdem ich der Nachbarin mit Dornguss rausgeholfen habe, geht's weiter. Ich glaube, ich drehe nicht wieder einen Film draußen. Ich bin schon mehrere Mal unterbrochen worden. Aber okay, gut. Wir waren bei der Ortlieb-Tasche stehen geblieben. Das ist also eine Ortlieb, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Protect 1,3 Liter. Die war wirklich perfekt für meine Ricoh-Kamera. Also im Endeffekt, das Ding passt unheimlich gut hinein. Ich hatte noch eine zweite dabei, die ohne Aufdecksucher war, die sogar noch daneben passte. Das Ganze schließt 100% durch diesen Reißverschluss, würde ich sagen, aber der Hersteller sagt, durch den dichten Lippenverschluss nach IPX4, was wahrscheinlich irgendeine wilde Prüfmethode ist. Fein auch, dass man das Ganze halt hier zusammenklicken konnte. Das heißt, man konnte es auch mal am Hosengürtel tragen oder auch mal in die Hand nehmen, wenn man so unterwegs war oder was. Also es war eine ganz praktische Geschichte. Ist, wenn man es vernünftig schließt, auch 100% wasserdicht. Also das war wirklich eine Sache, die mir unheimlich gut gefallen hat. Ich habe irgendwie um die 35 Euro bezahlt. Das war ein Vorzugspreis, weil das ein Vorjahresmodell ist, was aber, wie ich im Vergleich zu Jens Tasche festgestellt habe, sogar noch etwas praktischer ist, weil es etwas oben etwas höher gebaut ist und dementsprechend dann also da auch mehr Platz für Kleinigkeiten lässt und so weiter, die man nochmal drauf packen kann. Also
Daumen hoch für die Firma Ortlieb. Eine tolle Tasche, kann ich also jedem empfehlen. Super Geschichte. Bei der Gelegenheit kann ich euch aber auch mal meine normale Fototasche vorstellen. Und zwar, ich habe viele, viele Jahre, also wirklich alle möglichen Taschen ausprobiert, und je kleiner und je leichter meine Fotoausrüstung wurde, ja, desto weniger habe ich auch Sinn darin gesehen, jetzt zum Beispiel eine Ausrüstung, die wie in meinem Falle selbst mit beiden GXRs gerade mal ein Kilo an Gewicht beträgt, jetzt eine 3 Kilo Tasche zu kaufen. Und die meisten sind über padded oder übermäßig mit Schutzmaterial ausgerüstet, meiner Meinung nach. Also das ist eine Geschichte, die mir also im aktuellen Markt nicht mehr gefällt. Ich habe mich da auf dem amerikanischen Markt bedient. Es gibt im amerikanischen einige Hersteller von sogenannten Kuriertaschen oder Courierware oder was. Die ist auch vom Hersteller Courierware. Und die wird von der Firma Barebone Bags, also sozusagen bis auf die nackten Knochen reduziert, vertrieben. Man hat hier die Möglichkeit, dementsprechend seine Fächer individuell zu gestalten mit diesen verstellbaren Innenteilern. Man hat vorne nochmal einen großen Reißverschluss, der Zugriff auf zwei Taschen gibt. Und man hat sogar hinten noch die Möglichkeit, über einen Reißverschluss, der über den gesamten Bereich geht, sein iPad mitzuführen, wenn man sowas hat oder wenn man sowas mitführen möchte. Und ich gebe zu, die sind nicht ganz billig. Sowas kostet $165. Ist für eine Tasche aus einem Funktionsmaterial, das ist Fedora, glaube ich, sicherlich irgendwo eine Geschichte, die nicht billig ist, wie ich gerade sagte. Aber ich habe sie jetzt ungefähr ein halbes Jahr, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so eine leichte Tasche gehabt. Ich habe noch nie eine Tasche gehabt, die sich so perfekt auch tragen lässt. Und deswegen war sie mir, auf Deutsch gesagt, den Preis wert. Courierbag, Barebone Bags. 4 heißt die, glaube ich, mittlerweile Nummer 4. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Nee, das ist die Barebone Bags Evolution. Also sozusagen die Weiterentwicklung. Ja, kommen wir natürlich zu unserem Thema Tabak und Pfeifen noch wieder. Ich habe jetzt nach dem Urlaub festgestellt, dass ich jetzt mit dem besseren Wetter, was wir hier haben, eigentlich recht gerne auch wieder meine Flakes rauche. Sprich also der Marlin Flake hier von Wim Dirk, persönlich gebacken sozusagen, der gefällt mir unheimlich gut. Mit dem St. Bernard komme ich richtig klasse. Klar, das St. James Flake fällt momentan so ein bisschen ab. Ich weiß es nicht, ob es an meiner Rauchweise liegt, oder ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es an meiner Rauchweise liegt. Wahrscheinlich rauche ich doch zu heiß jetzt, wenn ich draußen rauche, wenn es ein bisschen windig ist. Aber die anderen beiden, wie gesagt, sind momentan eigentlich meine Favoriten. Deswegen meine Frage, sicherlich keine Frage, die das erste Mal gestellt wird, aber eine Frage, die, ich denke mal, immer wieder aktuell ist. Mich würde interessieren, was sind eure Lieblingstabake im Sommer, beziehungsweise wie verändert sich euer Geschmack von Winter zu Sommer hin? Und vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, mal zu erzählen, ob ihr einen und denselben Tabak anders raucht, ob ihr ihn anders stopft, vielleicht im Sommer, wenn ihr draußen raucht, als wenn es vielleicht im Haus im Winter gewesen ist. Jo, soweit so gut. Ich sag mal, besten Dank für euer Interesse und wir sehen uns die Tage. Ciao!